Morgen, meine Lieben. Hier ist wieder eure Barbara von Sternenklar mit der Tageskarte. Wir haben heute Dienstag, den 6. März 2018. Heute habe ich für euch die Karte gezogen, der Hund. Hunde gelten als Symbol der Treue und Tapferkeit. Viele betrachten sie als den besten Freund der Menschen. Da gehöre ich übrigens auch dazu. Für den Hund bringt jeder Tag neue Ereignisse mit sich. Er trägt keinen Groll und ist meistens gut gelaunt. In einer Legung ist die Karte ein Hinweis auf aufrichtige Freunde. Liegt sie dann allerdings auf der dunklen Seite der Wolken, mahnt sie zur Vorsicht vor Menschen, die neu in dein Leben getreten sind. Dir soll diese Karte heute sagen, du bist treu und anpassungsfähig und ein guter Freund bzw. eine gute Freundin. Die Karte kann aber auch darauf hinweisen, dass dich jemand braucht. Also achte heute gut auf deine Freunde. Im traditionellen Tarot bellt ein Hund, um den Narr davor zu warnen, dass er in den Abgrund stürzt. Also heute auch gut aufpassen bei Menschen, die erst kurz in deinem Leben sind. Schau lieber zweimal hin und geh kein Risiko ein. So, meine Lieben, das war die Tageskarte. Und nun lese ich euch noch ein paar schöne Zeilen vor, die lauten: Viele Lebensbilder gleichen unscharfen, verwackelten oder fehlerhaft belichteten Aufnahmen. Wagen viele nicht mehr richtig hinzuschauen? Die Gedankenhorde darf nicht immer freien Ausgang haben, denn gewonnen wird im Kopf, verloren und gestolpert auch. So, das war's für heute. Bis morgen früh, eure Barbara. Tschüss!